Was passiert, meine Damen? Herzlich willkommen. Und zwar, bevor das Video beginnt, ganz schnell, ich muss jetzt Double Time Rap. Und zwar, falls ihr mich supporten wollt und meine Arbeit unterstützen wollt, dann ganz gerne einen latest in Creator Code Item Shop eintragen. Das wäre sehr, sehr, sehr lieb. Ich würde mich sehr, sehr bedanken bei euch, wenn ihr das machen würdet. Und schreibt jetzt gerne einen Kommentar in die Kommentare, damit ich bei euch bedanken kann, falls ihr mich schon mal meinen Creator Code eingetragen habt. Und jetzt, Kuss geht raus. Viel Spaß beim Video. Hey, meine Freunde, ich bin auf jeden Fall zurzeit mit meinem Bruder hier draußen und wir wissen wirklich überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen, weil unsere Eltern haben sich getrennt, wie ihr schon mitbekommen habe. Meine Mutter hat halt einfach mit unserem Nachbarn geschlafen und mein Vater ist komplett ausgerastet, als er das erfahren hat. Ja, mein Papa trinkt jetzt nur noch Alkohol, ist den ganzen Tag zu Hause und ist mega traurig. Und hier ist mein Bruder, der Jason, und er weiß halt auch überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen, weil wir wissen nicht, ob wir zu unserer Mutter oder zu unserem Papa gehen sollen. Bro, jetzt mal sei mal ganz ehrlich, ne? Findest du, das war Mamas oder Papas Schuld? Eigentlich war es schon Mamas Schuld. Ja, dass sie sowas gemacht hat, ist schon ehrenlos, Digga, weil, weißt du, wir haben so lange zusammen gelebt. Sie war 18 Jahre, meine Mutter, und dann hat sie auf einmal sowas gemacht. Finde ich halt überhaupt nicht korrekt. Wie wir jetzt hier aus dem Fenster schon sehen können, unser Papa, Alter, der schaut irgendwelche Fernsehfilme und trinkt nebenbei. Also wir dürfen ihn auf jeden Fall nicht reizen, Bro. Dürfen auch nicht, sonst geht komplett kaputt. Ja, meine kleine Schwester ist auch voll traurig. Wir wissen echt nicht, was wir machen sollen. Aber ich versuche ihn ein bisschen zu trösten. Hey, Papa, was machst du da? Ich schaue ein bisschen Fernsehen. Geht's dir gut, Papa? Nee, ich bin einfach nur traurig. Ich tue mich auch immer nur betrinken von Alkohol. Ich kann einfach gar nicht mehr. Ich würde einfach schon gleich mein ganzes Leben beenden. Ich habe wirklich langsam echt keinen Bock mehr. Aber Papa, wir sind doch deine Kinder und wir sind ja immer noch bei dir. Du darfst doch nicht so schlimm denken. Du musst immer positiv denken. Es wird schon wieder besser. Vertrau mir. Alles wird wieder besser. Ich weiß nicht. Also generell wird es vielleicht irgendwann noch entschieden, wer von uns, wer bei wem ist. Ja, ich geh mal zu meiner kleinen Schwester, Jungs. Ich glaube, die ist auch ein bisschen traurig gerade. Lisa, bist du oben? Ja, bin ich hier. Schau mal, ich habe jetzt gestern zum Beispiel gehört, dass du geweint hast und so. Ich weiß, du vermisst Mama und du willst wieder Milch trinken von ihr. Aber du musst verstehen, dass sie uns alle verlassen hat und es tut uns echt leid, okay? Ja, kann einfach nicht mehr. Weißt du, ich versuche jetzt mal mit ihr zu reden. Bro, Jason, passt du auf die Kleine auf. Ich gehe zu Mama und rede mit ihr, wie sie das überhaupt machen konnte und ihre ganzen Kinder alleine lassen konnte. Weil Leute, das kann doch nicht sein, dass eine Mutter ihre Kinder alleine lässt für so viele Jahre und dann einfach zu einem neuen Mann geht und so tut, als hätte sie ein neues Leben. Sie hat hier halt ehrlich gesagt zwei Familien zerstört. Unsere und die von diesem Typen. Bitte, sie soll aufmachen. Bitte, 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 bitte. Oh Mann, ey, ich bin echt so traurig. Mama? Bitte? Ja, was ist denn los? Wie, was ist denn los? Willst du mich verarschen? Du hast unsere ganze Familie zerstört. Mein, weißt du, was mit Papa los ist? Ach, jetzt fängt da schon wieder an. Ja, was ist denn mit dem Kerl los? Hau raus. Und was ist mit deiner kleinen Tochter, meiner Schwester? Juckt sich das nicht, dass sie jetzt alleine ist? Wie gesagt, ich werde dafür kämpfen, dass ihr mit zu uns kommt. Und du wirst nicht länger bei deinem Vater wohnen. Ah, und denkst du, wir wollen jetzt bei dir wohnen, oder was? Ihr seid meine Kinder und ich habe immer noch das Sorgerecht für euch. Ja. Also habe ich immer noch mit zu bestimmen, wo ihr wohnt und wo nicht. Aber warum hast du dann so viel Kacke gebaut? Warum hast du denn, wenn du uns so viel lieb hast, warum hast du dann Papa betrogen? Und wir wollen vielleicht gar nicht bei dir schlafen. Vielleicht wollen wir nur bei Papa sein. Ja, aber guck mal, dein Vater war schon immer der falsche Mann. Ist dir das noch nie aufgefallen? Jetzt sag erstmal hier Mert Hallo. Mert? Ich soll diesen Typen Hallo sagen, mit dem du unsere Familie zerstört hast. Ganz ehrlich, Junge, schäm dich, Alter. Du hast auch deine Familie zerstört. Natus, benimm dich. Wie benimm dich, Mama? Ich geh jetzt. Ich wollte dir nur sagen, dass die Kleine komplett weint und die dich vermisst hat, aber das scheint dich ja nicht zu interessieren. Ja, dann bringen sie doch einfach her. Das ist doch nicht so schwer. Nee, das, so machen wir das nicht, Mama. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ihr werdet schon sehen. Redet also so eine Mutter mit ihren Kindern, Freunde. Also ehrenlos Level ist jetzt over 100.000, Leute. Also wirklich schlimmer geht's halt nicht. Wie kann man denn so eine Mutter haben? Vor allem mein Papa betrinkt sich die ganze Zeit. Ich habe halt schon echt Angst, dass da jetzt irgendwelche Leute vom Jugendamt sehen und sehen, dass mein Papa trinkt. Dann würden die halt ihm die ganze Schuld geben. Bro, Jason, Digga, ich habe mit meiner Mama geredet, ne? Okay. Und Digga, die ist komplett abgehoben. Ey. Was ist jetzt mit Mama? Lisa, es tut mir echt leid, aber ich glaube, Mama kommt nie wieder. Wieso? Ja. Ja, weil Mama ist Urlaub gegangen. Sie ist Urlaub gegangen auf dem Mars. Urlaub? Ja, auf dem Mars ist sie Urlaub gegangen. Die ist mit Elon Musk gegangen, so für ein Experiment. Also unsere Mutter ist echt eine tolle Frau, dass sie sowas gemacht hat. Wann kommt sie wieder? So in 1000 Jahren oder so. In 1000 Jahren? Ja, wieso? Ist sie doch schon längst tot. Nein, nein, nein. Kinder? Ja, Papa? Ist ja alles gut, weil ich höre immer nur noch weinen. Und ja, was ist los? Wir sind halt traurig, Papa, wegen der ganzen Sache. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen raus. Ich versuche mich ein bisschen abzulenken.
Ich komme später wieder. Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal, wer ist denn das da vorne? Ist das nicht der Typ vom Hallo, Jugendamt? Hallo, Native. Ja, hallo. Sind Sie nicht der Typ vom Jugendamt? Hallo, Native. Schön, dass ich dich sehe. Ja. Schön, dass ich mir das sehe. Du bist ja der Erste aus deiner Familie. Und so langsam wird Zeit. Die Zeit rennt uns weg. Du musst dich entscheiden, ob du zu deiner Mama oder zu deinem Papa gehst. Weil, wer hat das Sorgerecht? Wem gehört das Sorgerecht? Ja, beide haben das Sorgerecht. Es wäre schön, wenn du noch deine kleine Schwester und deinen kleinen Bruder fragst. Aber wissen Sie, weil es wird Zeit. Ich will Ihnen ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich zu Mama gehen werde, weil sie hat so viel Scheiße gebaut. Das ist echt nicht mehr normal. Also ich wäre schon lieber bei Papa, aber mein Papa hat jetzt seinen Job verloren. Wir können nicht mehr das Haus abbezahlen. Also ich weiß halt echt nicht, was wir machen sollen. Nee, ich verstehe schon. Aber du weißt, jemand braucht das Sorgerecht. Und wenn dein Vater trinkt nur und wenn du nichts machst, dann muss ich eingreifen und euch zu einer anderen Familie bringen. Geben Sie uns bitte noch eine Woche Zeit, nur noch ein paar Tage, dann werde ich das drei abklären. Tage. Ja, okay. Drei Tage. Drei Tage hört sich gut an. Wenn nicht, hole ich euch raus. Weil dein Vater ist Säufer und verliert hat seinen Job verloren. Ja, ich werde es mit Papa klären. Vielleicht kann er ja aufhören zu saufen und kriegt sich wieder ein. Ich versuche das zu klären. Drei Tage. Ja, bitte. Seh dich. Ja, drei Tage. Okay. Okay, tschüss. Leute. Ich schwör's euch, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlecht es mir geht. Und vor allem meinen kleinen Geschwistern. Schaut euch diesen Typen mal an, Alter. Der putzt hier und putzt und putzt und denkt, der wäre krass. Alter, ich schwör's euch, ich würde ihn so gerne einer auf die Fresse hauen, ne? Ich gehe zu ihm und sag ihm, wie er das machen konnte. Ey, Murat, Alter. Wie ehrenlos bist du eigentlich, dass du mit meiner Mutter schläfst? Wie ehrenlos bist du? Also erstens, sie wollte zu mir und wir haben halt zusammengefunden. Und anscheinend verstehen wir uns besser als du. Als sie und dein Vater. Ja, also, genau, das sehe ich ja. Du hast sie zu einem richtig schlimmen Menschen gemacht. Sie war eigentlich immer voll lieb, hat immer zu ihren Kindern aufgeschaut und hat gesagt, dass wir sehr toll sind und jetzt will sie uns nicht mehr sehen. Was hast du mit der gemacht, Mann? Sie ist immer noch lieb zu euch und sie will euch natürlich noch sehen, aber sie kriegt es nicht übers Herz, dass sie euren Vater verlassen hat, aber es wird sie schon vergessen und dann, ihr könnt ja zu uns ziehen. Bei uns Nee, tut mir leid, aber meinen Vater werde ich nicht verlassen. So einer bin ich nicht. Ja, dein Pech. Ich putze mal weiter, ne? Digga, so ein Spasti, ne? Er tut hier noch so auf richtig krass und so. Es wird jetzt langsam dunkel. Warte, Leute, ich glaube, ist das nicht Jessica da vorne, die am Handy ist? Oh Mann, ey. Das ist die kleine Schwester von meiner Mutter. Wenn ich ihr das erzähle, ich glaube, sie wird richtig ausrasten. Ey, Jessica, bist du da? Hi. Natus, hi. Weißt du eigentlich, dass deine große Schwester richtig Kacke gebaut hat? Du bist ja meine Tante. Also, ich habe nichts davon mitbekommen. Was ist denn passiert? Sie hat einfach Papa betrogen und jetzt hat sie uns alle verlassen und wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wie? Warte mal. Als ob. Okay, ja, ich werde mit ihr reden. Nein, okay. du kannst mit ihr reden, aber ich glaube, das wird nichts bringen. Weißt du, Papa, ihm geht's richtig schlecht. Er trinkt den ganzen Tag und säuft nur. Vielleicht kannst du mit ihr mit Papa reden und ihm vielleicht ein bisschen helfen oder so. Klar, okay, ich rede mit deinem Vater. Ja, und ich muss mich jetzt halt auch entscheiden, zu wem ich ziehen will. Entweder zu denen oder bei meinem Papa bleiben. Aber wenn ich mich für Papa entscheide, werden wir wahrscheinlich in eine neue Familie gebracht, weil Papa säuft nur. Bitte versuch für ihn noch einen neuen Job zu finden und dass er sich wieder einkriegt. Bitte. Ja, ich schaff das schon. Das sehen wir. Papa, wir haben Besuch, schau mal. Mamas Schwester ist da, unsere Tante. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Können wir mal sprechen hinten in der Küche? Ja. Okay. Oh Mann, ey, Kinder, schaut mal. Ich hoffe, Tante kann uns helfen. Die sprechen jetzt miteinander. Vielleicht können wir sogar bei Papa bleiben. Weil, also, guck mal, Lisa, du kannst nach oben und ein bisschen Netflix schauen, okay? Okay. Bro, Jason, Digga, dieser Typ, dieser Murat, Alter, wir müssen den echt umbringen oder so, Digga. Der nervt mich die ganze Zeit, Mann. Also, ich würde den auch wegboxen, weil das geht nicht, dass er auch noch so frech ja, ist. Ja, Digga. Lass mal zuhören, was sie eigentlich jetzt hier sagen, weil es interessiert mich voll. So, was ist denn das los? Der liebe Nix hat mir erzählt, was passiert ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass meine Schwester sowas abzieht, aber wenn ihr irgendwie irgendwas braucht, ich bin immer für euch da, ne? Ja, danke, aber ich bin ja so ehrlich, so ich hatte wirklich von ihr nie so erwartet, dass sie sowas macht. Ich bin schon selber schon gar nicht mehr der Alte. Ich tue mich nur noch besoffen. Ich tue mich auch immer nur am Fernsehen immer nur ransetzen und da immer nur schauen. Ich kann wirklich echt nicht mehr. Ich bin irgendwie gerade
komplett am Boden. Ja, Leute, das tut mir gerade auch so leid, was mein Papa angeht, dass er so krass down ist. Ich schwör's euch, ich werde jetzt noch mit meinem Bruder zu Murat gehen. Wir werden den jetzt zusammenschlagen. Ich schwör's, Digga. Und Bro, lass ihn vielleicht entführen oder so. Ich weiß nicht. Ja, lass ihn entführen. Lass ihn einfach entführen, Digga. Das kann doch nicht sein, dass Mama uns verlässt und mit so einem Typen durchbrennt. Alter, so ehrenlos. Guck mal, wir müssen eigentlich gucken. Steht man hinter der Familie. Schau mal, was ich hier hab, Bro. Siehst du das da? Das finde ich schön. Werden jetzt in den Keller entführen, Digga. Hallo Mama, wir wollten kurz mit dir sprechen. Ich bin hier mit Jason da. Können wir vielleicht kurz mit Murat sprechen? Warum wollt ihr denn mit Murat sprechen? Ich dachte, du möchtest mit ihm nichts zu tun haben. Mama, weißt du, er ist ja jetzt mein Stiefvater und deswegen wollte ich ihn was fragen. Ach so, wollt ihr doch zu uns ziehen? Ja, vielleicht. Murat, kommst du bitte kurz mit? Ja, natürlich komme ich mit. Murat, bitte beeil dich, das Essen ist gleich fertig, Schatz. Ja, ja. Digga, die nennt ihn noch Schatz, Alter. Ich könnte sogar meine eigene Mutter abknallen, diese kleine... So, latest? Ja, komm mal kurz mit. Wir haben ein kleines Problem. Ich dachte, vielleicht können sie uns hier dabei helfen. Oh, hi, Lukas. Was geht, Bro? Hi, Lukas. Ich glaube, Lukas ist gerade beschäftigt. Egal. Bro, das ist... Wir werden das gleich machen. Warte. Ich kenne Keller. Wir sagen ihm, er soll uns bei einer Sache helfen. Dann sperren wir ihn dort ein. Dann wird er für immer dort bleiben. Boah, Digga, das wird geil. Das wird geil. Das wird geil. Ja, das wird richtig geil. Dann wird Wohin gehen wir denn? Ja, sie müssen uns kurz bei einer Sache helfen. Ich habe hier im Keller was stehen und ich wollte es halt als Beweis gegen meinen Papa bringen, dass wir dann bei euch einziehen können. Verstehen Sie? Okay. Schauen Sie mal hier, sehen Sie diese Waffen? Die gehören alle meinem Papa. Oh. Jetzt Hände hoch, okay. Haben Sie verstanden? Jetzt Hände hoch. Oh, was? Geh in die Ecke, geh in die Ecke. Okay. Was passiert hier? Was macht ihr? Ich dachte, ich wäre euer Vater. Wie, du und mein Papa? Nie im Leben, Junge. Ich will lieber eine... Ja? So geht das nicht! Auch wenn er mit deiner Mutter geschlafen hat, müsst ihr ihn doch nicht mit Waffen bedrohen! Ich stecke euch in den Jugendhaus! Hände hoch, du gehst da auch rein. Du gehst da auch rein, hast du verstanden? Ihr seid Psychos! Kommt jetzt haben wir euch beide. Jetzt haben wir euch beide hier festgenommen. Entweder ihr wartet jetzt hier und haltet eure Fresse oder wir knallen euch beide ab. Weil so, was ihr jetzt gemacht habt, oder vor allem sie, das läuft gar nicht mehr. Wir haben die Schlüssel, wir werden hier alles zusperren. Die Waffen nehmen wir alle mit. Ihr habt keine Zeit, irgendwas zu machen. Wir werden morgen nochmal sprechen. Entweder du gehst zu meiner Mutter und sagst zu ihr, du machst mit ihr Schluss. Sie soll wieder zu ihrer Familie zurückkehren oder du wirst sterben. Ja, komm, Bruder, wir gehen jetzt. Ich stecke euch in den Jugendknast. Soll hier weiter labern? Ja, mach das zu, alles. Mach das zu. Ja, da kommen sie dann nicht mehr raus. Leute, wir gehen jetzt nochmal zu Papa. Wir haben das jetzt schon mal geklärt. Mama wird wahrscheinlich später zu mir kommen und fragen, wo ihr Mann ist. Aber dann sage ich, ich weiß es nicht, verpiss dich. Und hoffentlich kommt Mama wieder zurück. Weil Papa ist mega traurig, wie ihr schon alle mitbekommen habt. Und das ist auch echt nicht geil, Mann. Das ist wirklich, das tut uns allen im Herzen weh. Und Freunde, wir versuchen uns einen schönen Abend noch zu machen. Lasst bitte alle ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert auf Edenbruder-Basis die Glocke, falls ihr mich supporten wollt. Ich lade, wie gesagt, jeden Tag um 14.15 Uhr ein Video hoch und am Wochenende lade ich immer um 9.45 Uhr eins hoch. Leute, bald ziehe ich in ein Haus um, deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde dann mein richtig geiles eigenes Gaming-Zimmer machen, deswegen lasst jetzt schon mal ein Abo da. Wenn ich dann dort eine Roomtour mache, wird es komplett krass. Bald hole ich mir auch ein neues Auto. Seid auf jeden Fall auch gespannt, was ich für ein Auto hole. Da mache ich auch ein Video darüber. Und ansonsten wünsche ich allen noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ach so, für den zweiten Teil lasst auf jeden Fall einen Like da und kommentiert was.